zweiten Anfrage für Julistan? Erstens, und ich, Christian Jaroschek, wir freuen uns, dass wir in diesem Jahr tatsächlich mal so eine... Es ist ja nicht nur die Pandemie, wir haben diesen schrecklichen Krieg in der Ukraine, wir haben diese extrem steigenden Energiekosten. Wie sich das so psychologisch auswirkt auf Sammler, das weiß ich nicht. Was sich negativ auswirkt, ist jetzt der Ukraine-Krieg, weil die Unsicherheit gestiegen ist, gerade hier in Europa. Der Mittelstand hält sich sehr zurück, weil die einfach alle nicht wissen, wie geht es weiter, was für Auswirkungen wird diese Politik oder dieser Krieg eben gerade im Finanziellen eben für sie bedeuten. Ne? Und insofern merken wir seit einem halben Jahr definitiv, dass der Kunstmarkt schwächelt, zumindest hier in Europa. Ne? Es gibt Tendenzen und es gibt Modewellen, sag ich jetzt mal. Ne? Und man muss wirklich sagen, dass in den letzten Jahren hat man doch stark gemerkt, dass diese sehr laute, sehr poppige, also dieses Erbe der Pop-Art doch einen großen Anklang fand. Also wenn man sich jetzt gerade auch diese absurden Preise von Banksy, diese ganze Street-Art zum Beispiel, diese ganze Bewegung hat ja unglaublich eingeschlagen. Das erste Bild ist immer das Schwierigste. Das tut für viele tatsächlich ein bisschen weh, was erstaunlich ist. Denn sich ein Auto zu kaufen für vielleicht 100.000 Euro, das fällt vielen, das geht innerhalb von 48 Stunden, fällt die Entscheidung. Aber ein Kunstwerk für 5.000 bis 10.000 Euro, da braucht man ein bisschen länger, weil das natürlich, da geht es um Vertrauen. Man muss Vertrauen haben, warum kostet das so viel und warum kostet Kunst so viel?